Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kryptogramm auf finanzdiva.de mit Matthias und mir, Kate von Finanzdiva. Ich möchte euch heute eine neue Kryptoaktie vorstellen, wo ihr auch im Bitcoin investiert seid, indirekt. Und der Matthias hat einen tollen Token für euch, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Legen wir zuerst mit meiner Aktie vor, der Bitcoin Group. Und zwar sind viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die meinten, oh nein, ich habe die Bitcoin Group im Depot und jetzt ist sie gefallen. Die haben wirklich zu einem Höchstkurs eingekauft, sage ich mal, bei um die 82,50 lag die noch zum Jahresanfang, wo ich sage, Respekt, denn das Ding ist wirklich steil gegangen, kommt von 3 Euro im Jahr 2016 und das ist eine Rakete. Und ich glaube auch, dass es den Bitcoin-Hype widerspiegelt. Man fragt sich aktuell, warum ist sie dann zurückgegangen auf den aktuellen Kurs? Ich habe den heute noch gar nicht gecheckt, aber der ist um die 50 Euro. Weil die Konkurrenz ist mit dem Bitcoin jetzt korreliert und auch die Aktien sind weiter gestiegen. Ist da irgendwas im Busch? Haben Investoren, Aktionäre keinen Bock mehr auf die Bitcoin Group? Was ist da los? Zuallererst checke ich ja immer den CEO, den Chef. Und der nennt sich hier geschäftsführender Direktor Marco Bodewein und Michael Nowak. Über die beiden finde ich leider wenige Videos auf YouTube. Das heißt, die Firma hat auch so wenig Präsenz in den Medien. Okay, in den Finanzmedien ja, aber die Community ist jung und ihr wollt ein Produkt, also die Bitcoin Group hat ein Produkt mit einer Krypto-Plattform mit dabei, wo ich sage, Jungs, ihr müsst mit euren jungen Kunden gehen und nicht nur mit institutionellen Investoren oder Banken, weil wir wollen ein Gesicht sehen. Wir gucken uns mal die Konkurrenz an. Coinbase kennt ihr sicherlich. Ich muss mal überlegen, wie heißt denn eigentlich der Coinbase-CEO? Brian Armstrong ist das. Immer präsent auf YouTube. Immer mit einem netten Lächeln für die Investoren, für die Kunden da. Wir wissen, das ist ein Typ, der ist jung, der ist dynamisch und er ist ehrgeizig und verdammt aggressiv, was seine Motivation angeht, Coinbase weiter voranzutreiben. Wir haben den Galaxy Digital-Chef Mike Novogratz, kein direkter Competitor, also Wettbewerber, aber auch mit Beteiligung an Kryptobörsen ist er ein Gesicht für die Kryptoszene. Steve Ehrlich von Voyager Digital ist immer in den Medien. Das ist der Neue, der die Voyager Digital vor einem Jahr gegründet hat und 100 Kunden pro Minute im Januar gemeldet hat. Die waren selber geflasht von ihrem Erfolg. Und auch ein Silvergate, die ich euch schon vorgestellt habe, hat den Alan Lane als Chef, der auch gerne auf YouTube seine Meinung vertritt und auch präsent ist. Da frage ich mich, Bitcoin Group, seid ihr noch zu deutsch? Warum sehen euch die internationalen Investoren so nicht? Ich sehe da sehr viel Potenzial, was das Umdenken geht, weil ihr wollt in Deutschlands erste Kryptobank werden. Aber die Welt ist mehr als nur Deutschland. Und da denke ich halt, als Investor und Aktionär gehe ich doch lieber in eine Coinbase, die demnächst an die Börse geht, oder in eine Voyager Digital, wo ich sage, die kommen auch bald nach Deutschland und die Konkurrenz schläft nicht. Insgesamt finde ich den Kursverlauf der Bitcoin Group phänomenal gut. Auch die Zahlen haben sich gemacht, die Kennzahlen, positive Free Cash Flows, Umsatzsteigerungen, die sind nämlich beteiligt an jedem Trade, verdienen die Provisionen und ihr Ziel, sie wollen ein Full-Service-Provider werden, also Stichwort STO nennen die das in dem Business-Slang. Sie wollen Strukturierung, technische Umsetzung, Verwahrung, Notierung und Market-Making für Security-Token anbieten. Immerhin, was mir gefällt, ist die übersichtliche Webseite in deutscher Sprache. Ich habe alle Kennzahlen auf einen Blick und ich habe hohe Cash-Reserven, sowohl auch in Bitcoin. Der Bitcoin-Preis ist stark gestiegen und das seht ihr am Aktienkursverlauf und 1.500% über 1.500% seit 2016, also Respekt.
ein Tenbagger locker. Und ich bin immer mal rein und wieder raus als Trader. Bei 24 Euro war ich immer in der Vergangenheit so rein und irgendwie 32 raus. Und das letzte Mal, wo ich die gezockt habe, bin ich bei, ich glaube, um die 30 rein und bei 42 raus, wo ich mich geärgert habe, weil sie ging ja dann auch wirklich auf 82,50 hoch. Der Eigenbestand der Bitcoin Coop korreliert normalerweise mit dem Aufschwung des Bitcoins, wo ich sage, hey, die Bilanzierungsregelung wird den Gewinn ausweisen in den nächsten Ergebnissen. Das heißt, da wird es echt Druck geben, dass die Aktie nochmal Aufwärtspotenzial hat, denn der Eigenbestand des Bitcoins, der Bitcoin Group hat die 100 Millionen Euro Marke geknackt. Ja, und das ist echt der Wahnsinn. Ergebnis hier Aktie 0,43 Euro. Das ist im Vergleich zu 2017, da lag der bei 1,49. Naja, ein bisschen rückläufig, aber 2017 war ein enormer Aufschwung, also Bitcoin-Hype, wo wir vielleicht noch am Anfang sind. Ich sehe Potenzial bei der Aktie, ich selber halte aber die Finger davon. Sie ist riskant. Wenn ihr jetzt einen kleinen Teil im Bitcoin Group investieren möchtet, das ist keine Anlageempfehlung. Es ist nur eine Überlegung für euch. Ihr habt ein Risiko, ein Totalverlustrisiko bei jeder einzelnen Aktie. Ihr solltet aber wissen, dass die Bitcoin Group sehr dynamisches Wachstum hat mit der 100%igen Merger mit Futurum Bank. Gehen Sie in die nächste Richtung. Institutionelle Anleger an sich binden und Kundengeschäft vorantreiben, nicht nur auf einer Trading-Plattform präsent sein, sondern auch das Verwahrgeschäft voranzutreiben. Und sie haben eine Honoraranlageberatungsbeteiligung von 50%. Sineus heißt diese Firma. Das Momentum ist allerdings aus der Aktie raus. Momentan müsst ihr wirklich Geduld mitbringen und eine hohe Risikobereitschaft. Was ich generell gut finde, ist eine hohe Eigenkapitalquote von 76%. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob es den Bewertungsgewinn demnächst auch mit der Aktie nach oben pusht. Also der Bewertungsgewinn des Bitcoins, den werdet ihr in dem nächsten Ergebnis des Firmenberichts auf jeden Fall positiv mitbekommen als Aktionär. Das Ding hat Potenzial, aber im Vergleich bin ich eher bullish auf Coinbase, weil ich eben denke, Kryptowelt ist global, international, englisch. Und mir fehlt so ein bisschen die Leidenschaft hinter den Ganzen. Ich denke, warum zeigt ihr so wenig Gesicht? Warum zeigt ihr so wenig Medienpräsenz? Seid ihr so beschäftigt? Und warum habt ihr nur 900.000 Kunden? Ihr feiert das als Erfolg. Aber ich hatte mal geschaut, 35 Millionen hat die Konkurrenz. Ich weiß nicht, ist es Coinbase? Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Kundenbase, Coinbase, 35 Millionen. Da kommst du mit 900.000. Naja, das ist schon schön, aber Voyager Digital hat 500.000 Kunden in 12 Monaten generiert und die Bitcoin Group ist schon länger präsent am Markt. 2008 gegründet, wurde dann umfirmiert. Da habt ihr einiges verschlafen, meiner Meinung nach. Ich denke auch, dass eine Trade Republic da auch ein Angreifer sein wird, die bestimmt auch im Kryptogeschäft mächtig viel Aufwindpotenzial mitnehmen werden. Bitwala gibt es noch in Berlin, die haben 150.000 Kunden. Bitpanda in Österreich, 2 Millionen Kunden, ist immer noch ein Startup, hat auch Vollgas gegeben, wo ich sage, 900.000 Kunden, da ist noch einiges nach oben drin. Ich bin gespannt auf die Zukunft und deine Meinung, Matthias. Wie ist deine Meinung? Kanntest du Bitcoin Group, Bitcoin.de, die Plattform? Natürlich, also das kennt man, ja, wenn man in der Kryptoszene ist. Ich habe mich dort auch einmal angemeldet. Bitte, ich muss eins dazu sagen, die Plattform funktioniert tadellos. Ja. Sie war auch der Rettungsanker für sehr, sehr viele Deutsche und auch Österreicher, die sich dort registriert haben. Gerade wenn man ein Fidor-Konto hatte, konnte man sicher über einen deutschen Anbieter Bitcoins kaufen und verkaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Das heißt, diejenigen, die kaufen wollen, treffen sich mit diejenigen, die verkaufen wollen. Bitcoin.de, also die Group, stellt sozusagen nur die Plattform zur Verfügung. Sie
sichert aber ein komplettes das Handling ab. Es ist auch von der technologischen Seite her so, dass sie auf deine Bitcoins aufpassen, die ja dort zwischengelagert werden. Also das funktioniert alles ganz, ganz toll, ist alles super. Aber ganz ehrlich, wir sind hier im Kryptomarkt. Hier werden täglich oder wöchentlich die News neu gemacht. Es werden neue Stars sozusagen kommen, wie Polkadot in 6 Monaten sozusagen auf 40 Milliarden Marktkapitalisierung hoch. Die Kunden werden eigentlich millionenhaft pro Woche sozusagen angebordet. Es ist ein weltweiter Markt und da fehlt mir, und da gebe ich dir sicherlich recht, ein bisschen das Marketing der Bitcoin Group. Sie haben hehre Pläne und das glaube ich Ihnen auch. Die werden das auch machen und umsetzen. Ich möchte auch keine Wasserstandsmeldungen dauernd haben für gewisse Pläne, die sozusagen in der Schublade sind, aber es gehört doch etwas mehr Fantasie dazu, dass man sagt, okay, wie will man sich positionieren, das Interface, also vor allem die Usability, die Krypto-Kunden oder die Krypto-Fans schreien förmlich wöchentlich nach neuen Coins, die angebordet werden müssen, damit man sozusagen den Hunger nach neuen Investitionschancen sozusagen erfüllt. Und da ist halt eben die Bitcoin-Gruppe ein bisschen ins Hintertreffen geführt. Und den Coin, den ich heute mit habe, auch als Disclaimer vorweg, wie gesagt, rein meine Privatmeinung heute wieder. Gerade bei Kryptowerten geht es ab und runter und rauf. Es gibt wirklich Totalverlustmöglichkeiten noch und nöcher. Aber eines habe ich heute mitgebracht, nämlich, du hast vorher Coinbase angesprochen, ich spreche Binance an. Binance, die Riesenkrake, das Netzwerk, die Plattform schlechthin. Für alle diejenigen, die sich, das ist die Handelsplattform, die die meisten, also den Zugang zu den meisten Coins bietet, die ich kaufen und verkaufen kann, ein relativ einfaches und simples Anmeldesystem, die App funktioniert wunderbar und die Binance hat sozusagen ein komplettes Ökosystem aus dieser Plattform gemacht. Das heißt, du kannst nicht nur dort kaufen oder verkaufen einfach, so wie über 200 verschiedene Kryptowerte, sondern du kannst dort auch deine eigene Kreditkarte ziehen, du kannst dort Lending machen, du kannst Staking machen, du kannst Peer-to-Peer-Kredite machen, du kannst das Staking, also es ist unglaublich, was die vom Ökosystem hier angedockt haben an Dienstleistungen, an wertvollen Dienstleistungen, die ich als Krypto-Jünger oder Krypto-Fan mit meinem Token oder mit meinem Coin sozusagen machen kann und kriege da von dieser gesamten Plattform Mehrwerte zurück. Und diese Mehrwerte, die bündeln sich in den sogenannten BNB, den Binance Coin, der ursprünglich 2016 herausgekommen ist, war ein ganz normaler Initial Coin Offering. Damals hat man für einen Ethereum, ich muss jetzt nur kurz nachschauen, 2700 Stück von diesen Binance-Token bekommen. Damals war der Ethereum bei ca. 240, 250 Dollar. Das heißt, ich habe ca. 7 oder 10 US-Dollar Cent für einen Binance-Token bezahlt, 2017. Ja. Das ganze Geld wurde in die Plattform wieder reinvestiert. Die Plattform hat keinen fixen Standort weltweit, sondern sie haben Büros in verschiedenen Ländern. Eines unter anderem in Nigeria, dann in Singapur, in Hongkong, da weiß ich aber jetzt nicht, ob die offiziell wieder da sind. Und sie haben in den verschiedensten amerikanischen Bundesländern auch offizielle Lizenzen für diesen Kryptohandel. Aber sie haben kein weltweites Headquarter, wo sie sozusagen ihren stationären Ding haben, sondern sie operieren sozusagen mit Untereinheiten und machen das relativ geschickt. Es war auch teilweise in Gespräch in Malta, einen EU-weiten Hauptsitz für Binance, aber da ist man wieder vor dieser Idee abgekommen. Also man weiß nicht ganz genau, wo sie sich rechtlich sozusagen niedergelassen haben und es gibt diese Verzweigungen. Aber was sie auf jeden Fall können, ist den Hunger der Krypto-Fans anfeuern, indem sie neue Dienstleistungen und neue werthaltige Produkte und Dienstleistungen immer mehr andocken. Und davon profitiert einer, nämlich dieser Binance-Coin, im Sinne von ursprünglich konzipiert ein bisschen als Gutscheintoken. Das heißt, man bekommt sozusagen, wenn man diesen Binance-Coin hält, automatisch eine geringere Trading-Gebühr zu bezahlen. Also man kriegt quasi Goodies in Form von Preisnachlässen für diese gesamten Dinge, die er auf dieser Plattform machen kann. Das hat insofern die ersten Jahre sehr, sehr gut funktioniert, weil der Binance-Token natürlich gewachsen ist. Die Kunden haben sich den zugelegt, weil da kriege ich gleich meine Discount für den ein oder anderen Trade. Das funktioniert auch gut. Und jetzt ist sozusagen die Zündung erfolgt, weil Binance sozusagen gelauncht hat und gesagt, okay, wir machen aus unserem Coin mehr, nämlich wir machen eine eigene Blockchain. Ja? Also wir bringen diesen Coin sozusagen auch auf also ansatzweise in die Richtung einer Ethereum-Blockchain, ja, wo halt eben auch unterschiedlichste
Projekte auf dieser Blockchain dann möglich sein werden. Und allein diese Ankündigung hat diesen Binance Coin auf fast $270 mittlerweile hochgebracht vom Kurs her. Und er ist damit die Nummer 3, ja, hinter Bitcoin, hinter Ethereum, dieser Binance-Token. Es gibt auch nur knappe 140, 135 Millionen mehr von diesen 200 Millionen, weil es gibt so ein Token-Burn-System, wo alle Quartale sozusagen aus diesen Token, die sozusagen in Verwendung waren, werden welche unwiderruflich zerstört. Das geht auch weiter, bis es nur mehr 100 Millionen sind. Das heißt, man hat eine automatische Deflation, wenn man so will, oder eine Mengenreduzierung mit eingebaut. Auch das sind natürlich sensationelle Zahlen. Ich weiß jetzt nicht genau die letzten User-Zahlen. Du hast vorher Coinbase angesprochen mit 35 Millionen. Ich gehe mal davon aus, dass Binance hier nicht unwesentlich weniger, sondern ich glaube sogar, dass sie mehr User weltweit haben. Also wir gehen auf jeden Fall über 30 Millionen Kunden von Binance, von dieser Plattform aus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn die jetzt wirklich das schaffen, technologisch hier nur einen Fuß in die Ethereum-Tür zu stellen im Sinne von der eigenen Blockchain, dann ist hier wirklich noch Feuer am Dach. Da kann wirklich noch etliches passieren hinsichtlich des Kurses. Und für alle die, die auf der Binance-Plattform als Kunde angemeldet sind, so wie ich habe 6 Stück von diesen mir einfach damals zugelegt, weil ich natürlich geringere Gebühren haben wollte. Ich freue mich jetzt natürlich über das Kursplus und werde ihn natürlich sicher nicht verkaufen, aber das ein oder andere natürlich wieder günstiger einkaufen können und bei den Gebühren zu sparen. Entschuldigung, das will natürlich auch jeder. Ja, den kann ich wahrscheinlich nur auf Binance dann auch kaufen, oder den Coin? Oder auf Bitcoin.de wahrscheinlich nicht. Die haben nicht so viele Coins. Man sieht auch zum Beispiel auf CoinMarketCap, wenn ihr klickt einfach drauf auf den Binance Coin und geht auf den Reiter Markets, seht ihr, wo ihr überall diesen Binance Coin kaufen könnt. Aber natürlich ist immer am gescheitersten, den direkt zu kaufen, nämlich auf Binance direkt. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich habe den Coin gar nicht gekannt. Danke für die Info. Also definitiv mal einen Blick wert. Da sieht man mal wieder, wie sich diese Token-Projekte auch wandeln können. Eigentlich nur als Gutscheintoken sozusagen konzipiert, um Geld aufzunehmen, damit man die Plattform weiterentwickeln kann. Und das hat Binance ja wirklich gemacht. Also die stecken hier Unsummen an Geld hinein in neue Gimmicks, in die App, in das ganze IT-System, damit das auch stabil läuft. Entschuldigung, wenn da 30 Millionen Kunden tagtäglich auf dieser Plattform sind, die hier ihre Trades hineinstellen, das muss auch auf Knopfdruck funktionieren. Da darf es technisch keine Probleme geben. Wir wissen auch, Binance wurde gehackt, zum Beispiel vor 2 Jahren, Schaden von 40 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoins wurden gestohlen. Hat Binance aus der Schatulle, also quasi aus der kleinen Kasse, wieder den Schaden wieder gut gemacht. Es gibt auch eine eigene Insurance, also eine Versicherung für diverse Fälle. Aber trotzdem, wie gesagt, Binance ist eben ein wirklich Hot Topic von den Dingen, die hier technologisch, aber auch ökonomisch alle möglich sind. Also angefangen wirklich beim Geld herborgen, beim Verzinsung, also das ganze Thema des Staking. Ich kann dort auch mal, also unglaublich, die 15, 12, 13, 14, 15% Zinsen, die ich hier mit verschiedensten Dingen erwirtschaften kann, das ist nicht aus den Fingern gesogen. Das sind echt Zahlen. Natürlich immer bei einem massiven Kursrisiko, bei einem Risiko eines Totalverlustes von einem Coin und. Aber wie gesagt, die Plattform läuft stabil, die Usability, also die Kundenzufriedenheit mit den einzelnen Features ist riesengroß, wenn man sich auch die Bewertungen ansieht, auch bei Coinbase übrigens. Und für mich, dieser Binance Coin, also der kann noch so richtig ein Global Player werden, wenn er es schafft, in diesem Blockchain-Universum sich einen Ruf aufzubauen im Sinn von einer wirklich Plattform-Blockchain-Token oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein echt heißes Topic. Ich halte mich ja bei Aktien generell immer an die Gewinner im Markt und ich sehe da nur Coinbase und Binance als die großen Wettbewerber und natürlich die Silvergate Bank, die alle in ihrem Netzwerk als Kunden hat. Ich finde das total genial, wenn du überlegst, wenn das Binance in vielen Ländern vertreten ist und sich so präsentiert und so viel mehr Kunden schnell generiert, das ist eigentlich der entscheidende Vorteil und auch die Coinbase sich als großen Wettbewerber, also eigentlich nur die beiden sind doch die Nummer 1 und die Nummer 2 in dem Markt, oder?
Ah, da gibt es schon noch eine Kraken auch, ja, also die ich sehr, sehr stark einfühle. Und du darfst auch den südkoreanischen Markt nicht vergessen mit HIT, BTC und wie die alle heißen. Also da geht auch so ziemlich die Post ab. Ja, und ich habe euch ja mal die Silvergate Bank vorgestellt, die alle großen Player in dem Netzwerk vereint. Und da ist, glaube ich, auch die Aktie immer noch interessanter als die, die ich euch heute vorgestellt habe. Die sagt, sie will vollwertiges Krypto-Banking made in Germany anbieten. Wir müssen nicht mehr made in Germany denken, sondern made in the world, also den globalen Blick nicht verlieren. Und ich bin echt. Ich freue mich auch, wenn vielleicht eine Binance irgendwann an die Börse geht und dann hätten wir quasi die großen Player im Depot ganz einfach per Klick und die Aktie ist drin. Für alle, die Angst vor Coins haben oder sagen, da kenne ich mich nicht aus. Es gibt jede Menge Möglichkeiten für euch, da zu investieren. Wir sind gespannt auf eure Fragen. Hinterlasst die einfach unter diesem Video und ein Like gerne, ein Abo. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet auf finanzdiva.de.